Die Anzahl der gemeldeten Sachbeschädigungen, die in der Hauptsache von Jugendlichen verübt werden, wird täglich größer. Ziel dieser Übergriffe sind in erster Linie öffentliche Einrichtungen. So wurde schon jedes zweite Telefonhäuschen mutwillig beschädigt. Der Telefonzelle. Scheiße, da ist ja niemand. Jungen Menschen müsste klar sein, dass ein jederzeit benutzbares Telefon einmal notwendig sein kann, um vielleicht ein Menschenleben zu retten. Die Zerstörungswut richtet sich häufig gegen Einrichtungen in Schulen, gegen Bänke, Tische, Tafeln, gegen alles, was sich reißen, brechen, stoßen, werfen lässt. Öffentliche Parkanlagen reizen zu falsch verstandenen Mutproben, zu Zielübungen auf Lampen, zum Versenken von Bänken, zum Anzünden von Abfalleimern. Dabei wird nur zu oft die Grenze von Unfug zur strafbaren Handlung hin überschritten. Was mit Rauditum anfängt, entwickelt sich schnell über Sachbeschädigungen zur Körperverletzung, besonders wenn Alkohol im Spiel ist. Unsinnige Handlungen, die vom Bürger nicht mehr geduldet werden können, nicht mehr geduldet werden dürfen, will man vermeiden, dass die Bevölkerung in bestimmten Stadtteilen oder an bestimmten Orten verunsichert und verängstigt wird. Die Polizei ist darauf angewiesen, dass ihr in solchen Fällen vom Bürger Hinweise gegeben werden, damit sie mit gezielten Einsätzen weitere Straftaten verhindern kann. Erfahrungsgemäß wirkt es auf viele Jugendliche heilsam, wenn polizeiliche Ermittlungen eingeleitet worden sind und ein Polizeibeamter bei ihnen in der Wohnung steht. Der Angeklagte Thomas Ieben ist der Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig. Zeigen aber Jugendliche wiederholt keine Einsicht, muss ein Richter entscheiden, ob und in welchem Umfang Strafe nötig ist, um einen jungen Menschen davor zu bewahren, ein gewohnheitsmäßiger Straftäter zu werden. Thomas, du hast dich im Sinne des Gesetzes einer Körperverletzung und Sachbeschädigung schuldig gemacht. Im Wiederholungsfall müsstest du mit der Anordnung von Jugendarrest oder gar Jugendstrafe rechnen. Ich hoffe, du erinnerst dich immer daran. Bevor eines Tages Polizei und Gericht sich mit einem Jugendlichen befassen, sollten Erwachsene, die mit einem jungen Menschen oder in seiner nächsten Umgebung leben, mit Liebe und notfalls auch mit Strenge auf seine weitere Entwicklung Einfluss nehmen, sich um ihn kümmern, damit er mit sich und mit den Gesetzen zurechtkommt. Alles Reden aber ist auf die Dauer zwecklos, wenn nicht auch eigenes vorbildliches Verhalten im Alltag hinzukommt. Es wirkt mit Sicherheit nachteilig auf das Verhalten von Kindern und Jugendlichen, wenn sie erleben müssen, wie Erwachsene auch gedankenlos und sträflich beispielsweise im Straßenverkehr handeln, parken auf Radwegen und Gehsteigen, Ausleeren eines Aschenbechers auf die Straße, Gefährden der Fußgänger auf einem Zebrastreifen. Fahrerflucht nach Anfahren eines geparkten Fahrzeuges und so weiter. Denken Sie daran, wenn Sie ein Kind erziehen, dass junge Menschen zunächst ein Vorbild brauchen.